Rublev gewinnt die erste Bank Open, Rapid bleibt erster Verfolger von Red Bull Salzburg und der WM-Pokal geht zum 7. Mal in Folge an Mercedes. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE.at-Sportstudio. Gestern war es soweit. Das Finale der erste Bank Open ging in der Wiener Stadthalle über die Bühne. Nachdem Andrei Rublev auch schon Dominic Thiem im Viertelfinale eliminiert hat, holt er sich gestern den Sieg des mit 1,5 Millionen Euro dotierten Tennisturniers. Der 23-Jährige setzt sich im Finale gegen den Italiener Lorenzo Sonego nach 1 Stunde und 19 Minuten mit 6:4, 6:4 durch. Er ist damit der erste russische Champion dieser Veranstaltung. Rublev kassiert 500 ATP-Zähler und einen Siegessteck in Höhe von 104.240 Euro. Der fünfte Titel in diesem Jahr bedeutet für den Weltranglisten-Achten auch die erstmalige Qualifikation für die ATP-Finals in London. In der österreichischen Bundesliga bleibt der SK Rapid der erste Verfolger von Red Bull Salzburg. Die Hütteldorfer besiegen gestern im Allianzstadion den SCR Altach souverän mit 3:1. Damit feiern die Grün-Weißen im sechsten Saisonspiel den fünften Sieg und sind weiterhin ungeschlagen. Der Tabellenführer Red Bull Salzburg feierte schon am Samstag einen souveränen 5:0-Sieg gegen die WSG Tirol und behauptet dadurch die Tabellenführung. Damit ist ihnen die Generalprobe für den morgigen Champions-League-Kracher gegen Bayern München geglückt. Bei den Bullen liegt der volle Fokus schon auf dem morgigen Champions-League-Spiel. Auf KRONE.at finden Sie natürlich alle Infos rund um das Spiel des Jahres für die Bullen. Der LASK bleibt auch unter den Top 3 in der Tabelle. Die Stahlstädter besiegen gestern Sturm Graz in einer sehr engen Partie mit 2:0. Damit bescheren sie der Ilzer Elf die erste Saisonpleite. In den internationalen Ligen sorgen unsere ÖFB-Teamspieler auch für starke Leistungen. Dabei erzielt gestern der Gladbacher Hannes Wolf im Spiel gegen seinen Ex-Club RB Leipzig den entscheidenden Siegestreffer zum 1:0. In der englischen Premier League mischt der österreichische Trainer Ralf Hasenhüttl mit Southampton die Premier League auf. In einem spektakulären Spiel schlägt er gestern Aston Villa mit 4:3 und steht damit nach 7 Spieltagen am sensationellen 3. Platz. Mercedes bricht Rekorde. Mit einem Doppelsieg in Imola sichert sich Mercedes zum 7. Mal in Folge sowohl den Titel in der Fahrer-WM als auch in der Konstrukteurs-WM. Lewis Hamilton gewinnt am Autodromo Enzo Idino Ferrari seinen 93. Grand Prix-Erfolg vor Bottas und Ricciardo. Die Pechvögel des Rennens waren Pierre Gasly, der nach seiner hervorragenden Trainingsleistung wegen einem sich ankündigenden Motorschaden an die Box geholt wird, und Max Verstappen, der beim Grand Prix von Emilia-Romagna an zweiter Stelle liegend einen Reifenschaden hat, dadurch von der Strecke abkommt und das Rennen danach nicht mehr aufnehmen kann. Der Red Bull-Pilot hat rechnerisch nun keine Chance mehr, Hamilton noch einzuholen. Bei einem intensiven Heimspiel am Samstag von Handball Tirol müssen die Adler ihren ersten Punkteverlust hinnehmen. Das Spiel in der 9. Runde der Tiroler gegen SC Kelag Ferlach endet mit 27:27. In der dramatischen Partie wechselt die Führung mehrmals. Ein Hin und Her ist das Spiel vor allem in den ersten 30 Minuten. Nach dem 1:0 Führungstreffer der Tiroler erspielen sich die Gäste eine 5:3 Führung. Danach schlagen wieder die Tiroler zu. Sie legen mit 8:6 vor, können ihren Vorsprung danach sogar auf 16:13 ausbauen. Nach der Pause sieht es lange Zeit nach dem 9. Sieg für die Adler aus, aber in der 50. Minute gelingt den Kärntnern schließlich der Ausgleich zum 22:22. Tirol legt danach wieder auf 26:24 vor, der Kapitän der Ferlacher gleicht dann aber schnell wieder zum 26:26 aus. In der 59. Minute bringt dann Mladan Jovanovic die Kärntner mit 27:26 in Führung. Petar Medic gleicht auf 27:27 aus und macht mit diesem Treffer das letzte Tor, das zum Unentschieden führt. Trotz dem ersten Punkteverlust beim Remis gegen SC Kelag Ferlach bleiben die Tiroler Tabellenführer in der Spusoliga. Das waren die wichtigsten Sportnachrichten des heutigen Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Montag und bis morgen im KRONE.at Sportstudio.